Eine Plattform, eine Mischung aus App und Social Network namens EulaHQ. Und auf EulaHQ kann man seine Geschlechtskrankheiten hochladen, dort verifizieren lassen und dann mit seinen Freunden teilen. Also auch digital teilen. Ist hier zufällig jemand Mitglied? Komisch, ich habe schon häufiger gefragt, durchaus auch vor großen Gruppen, habe noch nie jemanden getroffen, der da Mitglied ist. Dabei sind die so erfolgreich immerhin, dass sie vor einiger Zeit von einem größeren Konkurrenten aufgekauft worden sind. Und was sagt uns die schiere Existenz von EulaHQ? Zum einen, dass ganz offensichtlich das Arztgeheimnis in den Vereinigten Staaten eine Idee langsam gehandhabt wird. Zum zweiten aber, dass die Menschen mit der richtigen Motivation bereit sind, jedes noch so intime Datum zu teilen. Mit der richtigen Motivation sind sie bereit, jedes noch so intime Datum zu teilen. Und ich merke schon, in euren Köpfen setzt ihr das ganz richtig zusammen. Dort draußen gibt es immer mehr unterschiedliche Datenströme, die KI-seitig ausgewertet auf überraschende Weise ganze Geschäftsmodelle und Branchen verändern können. Und gleichzeitig wissen wir noch gar nicht so genau, wie kommen wir an diese Daten ran. Nun, eigentlich ist die Aufgabe, sich zu überlegen, wo ist der Datenstrom, der genau meinen Bereich verändern kann und wie komme ich an den ran? Und das auch noch legal im besten Fall. Das ist dann aber nicht mehr mein Ruf. In dem Fall ist übrigens die Motivation relativ leicht nachvollziehbar. Ja, gerade was so sexuell übertragbare Krankheiten angeht. Junge Menschen lernen sich ja heutzutage einfach anders kennen. Ich habe meine Frau noch ganz normal auf Instagram kennengelernt, aber junge Leute benutzen solche Apps wie Tinder oder Grindr oder Bumble oder so, und wenn man da so matcht und gegenseitig hin und her swipet, dann kann man anfangen zu chatten und dann kann man sowas sagen, hey, wir können uns doch heute Abend treffen, ich habe praktisch keine Geschlechtskrankheiten außer diesen dreien und die scheinst du ja auch zu. Also, plötzlich wird klar, dass es durchaus einen Vorteil ergeben kann, in besonderen Situationen sehr intime Daten A, digital B, verifiziert und C, teilbar vorrätig zu haben. Und Überraschung, das ist in sehr vielen Bereichen der Fall, auf sehr überraschende Art und Weise. Wir haben ja gesehen, und da war die Pandemie übrigens ein Treiber, dass Gesundheit im Netz, mit dem Netz, mit den entsprechenden Geräten wie Wearables zu einer Art digitalem Lifestyle geworden ist. Ein Lifestyle, der sich reinfräst, auch in die sozialen Medien. Gesundheits-TikTok zum Beispiel ist unfassbar groß. Ja, mit teilweise absurden Blüten, wie zum Beispiel einer Diät, die dort gerade sehr gehypt wird auf TikTok. Viele hunderte Millionen Views für die Carnivore Diet, wo man wirklich nur Fleisch und Eier und Butter isst. Habe ich auch mal ausprobiert für 10 Minuten, hat nicht so gut. Egal. Der Punkt ist, dass diese Form von digitalen Lifestyle mag viele Blüten mit sich bringen. Vor allem bringt es aber unfassbar viele immer besser werdende Datenströme mit sich. Wenn wir heute schon gesundheitswirtschaftlich sehen, dass die Daten, die mit so einer Apple Watch übertragen werden, was zum Beispiel Puls angeht oder so, die sind gar nicht mehr so wahnsinnig schlecht. Vor 5 Jahren konnte man noch lachen. Inzwischen hätte man theoretisch sagen können, wenn da angenommen, da ist ein 62-jähriger Läufer und der hat gerade sowas Ähnliches wie eventuell einen Herzinfarkt, der hat so eine Uhr, das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir die Daten auslesen können und dann irgendwie eine Diagnostik mit hinein, aber klar, dass wir da noch nicht so weit sind. Apropos Gesundheits- und digitalen Lifestyle, als ich das erste Mal so richtig gemerkt habe, das ist glaube ich 6 oder 7 Jahre her, da war ich auf der Seite von Apple und da springt mir plötzlich auf der offiziellen Seite von Apple das hier entgegen, das OneDrop Chrome Blood Glucose Monitoring Kit, was man genauso wie so ein iPhone kaufen kann. Und ich fand, das sah so unfassbar gut aus, dass ich kurz überlegt habe, Diabetiker zu werden. Aber tatsächlich ist die Art und Weise, wie dort Datenströme entstehen, der Beginn einer Gesundheitsrevolution von unten. Plötzlich kommen Leute, die eventuell Auswertungsmethoden von Datenströmen anbieten, die diagnostisch vielleicht nicht überlegen, aber zumindest so ähnlich sind wie das, was wir heute im professionellen Kontext abbilden können. Und wir müssen uns